Ja, Schwabensacker, vor dem Auftakt zur Rückrunde in der Bezirksliga Nord. Meidingen, Tabellenführer mit 37 Punkten, dichter hinter der TSV Neuses. Ja, mit 33 Punkten hier sind wir heute zu Gast beim Neuwagenzentrum Augsburg DM Leasing. Der Trainer ist da, Marco Löhring, ja, und der Sponsor, der Benjamin Demeter. Jungs, herzlich willkommen. Danke erstmal, dass ihr euch Zeit nimmt. Marco, Rückrunde steht schon bevor in der Bezirksliga Nord. Ja, ich habe es gerade angesprochen, TSV Meidingen, Tabellenführer, souverän durch die Runde marschiert, ohne Niederlage, 37 Punkte, ihr aber dicht dahinter, 33 Punkte. Zufrieden erstmal mit der Hinrunde in der Bezirksliga Nord? Ja, im Großen und Ganzen schon. Wie gesagt, mit 33 Punkten dazustehen. Wir haben zwar, sag mal, 5 Punkte haben wir schon verschenkt in der Hinrunde, auch aufgrund auch der vielen Urlaube im August, wo wir doch eine kleine Schwächephase hatten. Aber ansonsten, glaube ich, können wir mit dem, was wir geleistet haben, wie wir gespielt haben, wie wir gearbeitet haben, vollkommen zufrieden sein. Und das gibt uns natürlich auch Antrieb für die letzten 5 Spiele jetzt noch in der Vorrunde der Saison, genau. Ja, was die gute Vorrunde bei euch noch deutlicher macht, ist ja 8 Punkte Vorsprung auf den dritten TSV Dinkelscherben, wobei die ein Spiel weniger haben. Aber da kann man schon beruhigt in die nächsten Aufgaben gehen. Ja, beruhigt auf eine Art und Weise schon natürlich, aber trotzdem gebirgt natürlich auch die Gefahr, sich auf das Geleistete bis jetzt auszuruhen. Und das habe ich meiner Mannschaft schon mitgegeben. Wir sind eine relativ junge Mannschaft, da kann das mal passieren, aber trotzdem sollten wir voll fokussiert jetzt sein in die letzten 5 Spiele und dann auch genauso voll fokussiert uns auch für die Rückrunde vorbereiten, weil das ist schon noch ein weiter und langer Weg. Marco, worauf führst du die sehr gute Hinrunde zurück? Also viele Faktoren. Erstens, weil wir eine richtig gute Truppe sind, nicht nur von Einzelspielern, sondern weil wir auch als Kollektiv gut arbeiten und das auch, wie gesagt, Woche für Woche eigentlich auch bestätigen wollen. Und das ist das Wichtige, nicht stehen zu bleiben, nicht sich aufzuruhen aus dem Erfolg, den man am Wochenende vielleicht davor erreicht hat, sondern einfach da immer weitermachen. Und wenn du das alles machst, wenn du das umsetzt, dann hast du auch auf Dauer natürlich den Erfolg und dann erholst du auch immer wieder die Punkte. Nur das ist auch wichtig, dass wir jetzt damit natürlich nach der Hinrunde nicht aufhören, sondern die 33 Punkte, die wir jetzt geholt haben, natürlich auch für die Rückrunde bestätigen. Ja, Wochenende geht die Rückrunde los. Ihr habt den TSV Mettingen zu Gast. Hinspiel damals 3-2, ja, knapp gewonnen. Tore damals Drexler, Meier und Merck. Was wird das jetzt für ein Spiel? Das Rückspiel, die stehen im Tabellenkeller. Ich schaue gerade, die haben 14 Punkte, die wollen da unten raus. Die werden natürlich auch alles geben und euch das Leben so schwer wie möglich machen. Ja, das ist klar. Ich glaube, egal wer da kommt, das ist ja auch mein Antrieb, dass ich in jedes Spiel gehen will, und um das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, dass der Gegner mit Sicherheit nie nach Neuses kommt und sagt, okay, wir schenken jetzt denen die 3 Punkte. Also müssen wir uns da schon auf irgendwas, eine Mannschaft gefasst machen, die uns das Leben schwer machen will und oder auch wird. Und wir müssen alles umsetzen. Genau das, was wir die letzten Wochen gemacht haben, geduldig sein, zügig spielen, schnell spielen und dann natürlich auch die Effektivität vom Tor wieder haben, um die nötigen Tore zu machen. Ja, wenn man so, sage ich mal, sehr gute Vorrunde spielt, will man natürlich dann das Ganze mit ins neue Jahr nehmen. Du hast es angesprochen, noch 5 Spiele, wobei man davon ausgehen kann oder sogar muss, dass vielleicht das letzte, vorletzte wieder aufgrund der Wetterung ausfällt. Plätze frieren dann wieder ein, man geht in die Halle. Ziel für nächstes Jahr dann auf jeden Fall einmal mindestens Aufstiegsrelegation spielen zur Landesliga und Meitingen eventuell noch runterholen vom ersten Platz und selber direkt aufsteigen. Ja, ich sag mal so, das Ziel zu haben, aufzusteigen, haben mit Sicherheit immer viele. Wir haben uns jetzt eine Situation geschaffen, wo wir mit Sicherheit nicht mehr sagen können, wir wollen jetzt nur ein bisschen mitspielen, sondern jetzt haben wir 8 Punkte oder vielleicht 5 Punkte Vorsprung, je nachdem wie Dinkelscherben das Nachholspiel spielt. Und sind Zweiter, sind auf dem Relegationsplatz, sind auch nur 4 Punkte hinter dem Ersten. Ja, das wollen wir bestätigen. Da gibt nichts anderes. Ich gehe mit der Einstellung rein, jedes Spiel zu gewinnen. Das heißt, will ich natürlich auch in der Rückrunde kein Spiel verlieren. Wenn du das automatisch dann auch alles umsetzt, dann kann es zu irgendwas reichen, was dann in den 4-5 Monaten der Fall ist. Aber das, wie gesagt, das ist noch ein so langer Weg. Wir müssen Woche für Woche uns bestätigen. Und wie gesagt, was dann dabei rumkommt, werden wir dann im Endeffekt am Ende sehen, ob es der erste, zweite Platz ist oder sogar nur ein dritter Platz. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Wir müssen gucken, dass wir am Samstag wieder 3 Punkte einfahren. Und dann bin ich damit auch zufrieden.
Marco, rechts von dir haben wir natürlich von eurem Sponsor vom Neuwagenzentrum Augsburg DM Leasing, ja, den Benjamin Demeter. Benjamin, die Zusammenarbeit mit dem TSV Neuss besteht jetzt seit einiger Zeit, geraumer Zeit. Wie siehst du die Zusammenarbeit jetzt? Man hat da einige Erfahrungen sammeln können. Was bringt es euch und wie zufrieden bist du mit der Zusammenarbeit? Na gut, also wir hatten es ja jetzt Anfang des Jahres gemacht für die neue Saison und es war ja auch ein bisschen von Marco als Trainer initiiert, weil er ja eben auch bei uns arbeitet. Bisher sind wir sehr zufrieden mit unserem generellen Marketingkonzept, was wir dieses Jahr auf die Beine gestellt haben. Ist ja auch sehr frisch das Thema hier im Haus. Was speziell den TSV Neuss angeht, haben wir auch uns ein paar Spiele angeschaut. Der Geschäftsführer des Hauses war auch bei dem einen oder anderen Auswärts- und Heimspiel dann dabei. Ich selber habe ein Spiel gesehen in Zusmarshausen. Die Mannschaft ist sehr jung, ist sehr engagiert und hat sich jetzt speziell bei dem Spiel, wo ich gesehen habe, auch aufgerieben. Genau das ist ja eigentlich auch gefragt in dieser Preisklasse. Und wir sind sehr zufrieden. Grundsätzlich wünschen wir uns natürlich für die Zukunft, dass auch die Strukturen und die Zusammenarbeit noch professioneller wird, dass das noch mehr strukturiert und vereinheitlicht wird, dass wir auch unser Engagement für die nächste Zeit dann auch ausbauen können und erweitern können. Aber bisher sind wir eigentlich sehr zufrieden und wir wünschen natürlich und wir hoffen natürlich auch, dass durch die positive Tabellensituation, dass die Mannschaft nach oben kommt. Und das sollte eigentlich auch für die junge Mannschaft und für die jungen Spieler schon Ansporn genug sein, wenn man in dieser Lage jetzt ist, nach der Hälfte der Spielzeit, dass man halt dann auch nach oben möchte. So habe ich das aus meiner aktiven Zeit eigentlich immer noch im Kopf. Gut, Marco, die Vorgabe war klar von Benjamin, vom Chef. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Interview, wünsche euch eine genauso gute Rückrunde, wie ihr es in der Vorrunde gespielt habt. Und dann sehen wir uns eventuell bei einem Aufstiegsrelegationsspiel oder bei einer Aufstiegsfeier. Schauen wir mal, es ist noch lange nicht so weit, so wie du sagst, aber ihr seid auf einem guten Weg und dazu herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Interview, Jungs. Sehr gerne.